Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 323 von The Witcher 3 Wild Hunt im Add-on Hearts of Stone. Wir machen weiter hier und wollen die Fragezeichen erkunden. So war eigentlich der Plan, wenn ich sie denn dann finde. Aber es ist nicht mehr weit bis hin und dann haben wir, wie gesagt, vier Fragezeichen vor uns, die wir uns ansehen wollten. Was? Drachenmulde? Was geht denn jetzt ab? Drachenmulde? Was ist Drachenmulde? Ein Ort? Keine Ahnung. Das hier oder was? Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Wie gesagt, wir wollten uns diese vier Fragezeichen anschauen. Da oben das oder was? Da oben ist auf jeden Fall mal... Ich bin irritiert. Ich guck mir mal das diesen Ort hier an. Außenposten von Drachenmulde. Komm, steig mal ab. Und dann wollten wir hier diese ophirischen Rüstung. Oh, Vivan Stufe 34. Gut, alles klar, das erklärt ein bisschen was. Hallöchen. Und dann wollten wir diese Ausrüstung da abgeben, diese Schematas, die uns dann hoffentlich übersetzt werden. Ich habe neue Absude drin und so weiter. Und dann können wir abgehen. Stimmt, jetzt könnte ich auch mal das Drakoniten-Ding da draufsetzen. Also Öl. Boah, ich bin noch gar nicht drin. Wahnsinn. So, jetzt versuchen wir mal das Öl auf die Waffen drauf zu schmieren. Also auf Silberschwert Drakonitenöl müssten wir ja auch irgendwas haben. Ist doch ein Drakonit, oder? Können wir uns doch mal relativ sicher sein, nehme ich doch mal an. Jo, vom Schaden her zu urteilen würde ich sagen, er ist einer. So, Vivan Stufe 34, Außenposten von Drachenmulde. Komm nochmal daher, hallo. Habe ich die Armbrust? Jo, habe ich. Sehr schön. Schöner Sturz. Och, jo, ist das ein Schaden. 2500 und so weiter. Und wir machen immer noch 5% extra Schaden. Immer und immer wieder. Das ist so nervend wahrscheinlich für die Gegner. Ist echt übel. Stimmt, hier ist auch das Fragezeichen und es ist ein Ort. Gott sei Dank. Also von hier hätten wir können auch zurückreisen. Aber die Monster machen uns echt kaum mehr Probleme. Es ist echt Wahnsinn. Vivan Mutagen, Drachenschum. Oh, da oben fliegt noch so ein Teil rum. Seht ihr das? Vivan Haut. Ja, gut, alles klar. Und aus solchen Sachen kann man dann auch schön die Ausrüstungsgegenstände, die wertvollen herstellen. Was ich ja vielleicht bald wieder muss. Ich bin ja mal gespannt, wie diese Ausrüstungsgegenstände da sind, die wir jetzt bald herstellen können. Ich nehme mir mal an, dass wir was herstellen können. Ein Drakonidennest. Oh. Ich muss es zerstören. Oh, das ist immer was ganz Neues. Oder hatten wir das schon mal? Komm, so ein Stück zurück, das wird ja wohl reichen. Und sprengt's der Hexer jetzt nicht weg? 20 Erfahrungspunkte und es kommt kein Monster, okay. Wieder Drachenschuppen. Jo, ne, das war's dann. Da hinten, wie gesagt, fliegt noch so ein Teil rum. Seht ihr das? Jo. Da dreht's ganz munter seine Kreise. Aber ich denke, wir werden das Ding gleich sehen. Ist bestimmt auch eins dieser Fragezeichen. Und dann machen wir endlich auch mal mit der Hauptquest weiter. Wir kriegen da was ins Gesicht gebrannt, das interessiert uns gar nicht. Wir wollen zuerst mal alles erkunden, ne? Mal schön... Wahnsinn. Schöner Wahnsinn. So, hier hin. Da wollen wir hin. So, plötzlich, wie weit ist das? 177 Fuß. Jo, geht hier noch. Auf der Karte sah das gerade viel weiter aus. Sieht doch so aus, als ob es genau diese Drachenstelle wäre. Jo. Der kreist da ganz gemütlich. Drachenmulde. Na gut, fliegt er mir nach? Soll man eine Blatt machen? Schneller. Komm, ich mache eine Blatt. Wenn er schon... Ja, vielleicht brauche ich auch die Sachen. Das könnte doch noch wichtig werden. Komm her. Pass auf, jetzt ist er Stufe 40 und macht mich kalt oder so. Was war gerade? Stufe 44? Habe ich das richtig gesehen? Hallo? Stufe 14? Was? Was? Nee, alles klar. Gut, dann flieg weiter. Ist mir egal. Flieg weiter. Komm. Plätze. Stufe 14? Oder habe ich mich gerade verlesen? Egal, dann war es lustig, wenn ich mich verlesen habe. So. Was ist hier oben jetzt los? Ach, das ist schon eher wieder ein Kollege. Stufe 30. Da stand ein größerer Name. Monsternest schon wieder. Was ist denn hier mit den Drachen los? Die machen hier aber ganz heftig Party. Bist du jetzt auch von mir geflohen, oder was? Ja, flieh du nur, ist mir egal. Ich mach gerade dein Nest kaputt. Nest. Ich muss es zerstören. So ist es. Weg, Hexer. Weg. Ist das überhaupt so? Ich will nicht stehen bleiben da immer. Finde ich auch ein bisschen unreal, wenn es mich da wegsprengt. So. Hat keinen interessiert.
Ja, so ein bisschen unspektakulär. Drache, hallo. Da ist er, ja. Hast du auch Angst vor mir, oder was ist mit dir los? Ach, ist ein Gabelschwanz. Oh ja, der kriegt schon ganz anderen Schaden rein. Da geht ja gar nichts. Gabelschwanz, bleib hier. Nein, nicht fliehen wie die anderen Viecher. Oh ne, jetzt stürzt der auch noch ab. So, bleib hier. Ja, machen wir einen schnellen Angriff. Dürfte eigentlich besser sogar gehen. Nö. Schwer Angriff. 100 Erfahrungspunkte. Was? Was ist denn jetzt kaputt? Was ist jetzt passiert? Achso, einfach nur, weil hier dieses Teil hier abgeschlossen ist. Also dieser Ort, sage ich jetzt mal. Hm, jo, ich nehme sie gerne an. Geh mir nicht mit Stufe 37 oder so irgendwas aus dem Game raus. Aber ich beschwere mich nicht. So, 120 Fuß und dann kommt das nächste Teil. Und jetzt fliege ich hier den Berg runter und bin tot. So wird es doch wahrscheinlich kommen. Ich kenne mich doch. Nee. Oder wir laufen direkt zum nächsten Nest. Aber das hat doch eher so ausgesehen, als ob es ein Tal wäre. Ich bleib mal lieber hier so am Berghang. Nicht, dass ich da noch irgendwo runterfliege und einen Fallschaden nehme. Hm, das sieht ein Fall. Personen in Not. Oh, okay, die hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ach, vielleicht ist das dieser Kräuterkundler, der gesucht wird. Es wird doch, glaube ich, irgendeiner gesucht, oder? Was ist dann mit euch? Komm, da benutze ich aber jetzt kein Öl, das ist mir egal. Ich könnte sie auch mal einfach wieder verbrennen. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Komm mal her. Das könnte auch gegen so mehrere Gegner, nützt das ja auch was. So, da sind sie immer schön anfällig. Oder auch nicht. Klasse. Darauf spielen halt super viele, dass sie da die Leute verbrennen. Das habe ich schon öfter jetzt mal gesehen. Oh, ich meine, wenn es Sinn macht, warum auch nicht? Hier, Hexer, Hexer. Nix, Hexer, Hexer. So, machen wir unseren schweren Angriff. Oh, das dauert einfach zu lange. Jo. Gut, von der Heilung her ist es, wie gesagt, cool, aber sonst auch nix, ey. Und auch nicht immer, so wie es aussieht. Ja. Oh ja, da fliege ich fast in seinen Hammerschlag rein. Also ich glaube, das macht schon ein bisschen was aus, dass wir da immer ausweichen können. Ich kann das jetzt gar nicht richtig einschätzen, aber der Ausweichen-Skill ist dadurch schon besser geworden mit diesen 100% Wahrscheinlichkeit, dass wir dann nicht getroffen werden. Ja, hier so ein Treffer, glaube ich. Den hätte ich definitiv vorher abbekommen. Und jetzt halt nicht mehr. Was ist da mit dir? Komm, bleib mal ein bisschen dran hier. Habt ihr das gesehen? Hat der Kollege den mal schön abgeschossen? Och nee, du bist echt ein geiler Bogenschütze oder Armbrustschütze. Du bist wirklich locker drauf. Verlieren wir die Nerven? Ist das so geil? Oh nee, richtig gut. Oh ja. Arm ab. Nervt. Echt? Ah, jetzt ist er Meister. Was? Tropikal. Wie geil ist denn das? War das. Ah, das ist ein Kräuterkundler. Vielleicht ist das, wie gesagt, dieser Typ, der da gesucht wird. Vielleicht hat er ja eventuell noch ein richtig cooles Rezept oder die besten Rezepte für mich. Das wäre jetzt richtig cool, wenn wir da noch einen kleinen Fortschritt machen könnten. Das wäre doch mal super. Das würde mich freuen. So, ich drücke hier A wie ein Vollidiot. So, was haben wir hier noch Schönes? Ah ja, ich bin wahrscheinlich auch gleich überladen. Aber vielleicht käuft er mir ja auch irgendwas ab. Muss sehen. Und wieder Ohren. Ich finde das immer merkwürdig, wenn ich das sage, wenn ich die Währung Ohren finde. Meister Tropikals Hütte. Also es klingt nur sehr meisterlich. Tropikal. Hm. Gucken wir doch mal. Ist jetzt alles in Ordnung? Danke nochmal. Ohne dich wäre ich jetzt Hackfleisch. Mein Name ist Philibert Tropikal. Aber alle nennen mich Meister T. Was brauchst du denn? Pilze? Ein paar Kräuter vielleicht? Zeig mir deine Waren, leb wohl. Nun. Zeig mir, was du zu bieten hast. Bin ich jetzt mal gespannt. Der Meister Tropikal. Super. Das war's jetzt, Tobi. Ist das jetzt dein Ernst? Also, ja gut, vielleicht ist das halt wichtig. Vielleicht hat er ja richtig coole Sachen. Ich kann das ja teilweise gar nicht einschätzen, weil es mich oft nicht wirklich interessiert hat. Wie ist jetzt eigentlich? Oh, überladen sind wir noch nicht. Das passt also. Ja, hat hier irgendwelche Bärenfälle, ja, hier, Piment und so, das habe ich ja schon mal erwähnt, dass die wichtig sind. Vielleicht sind andere Sachen halt eben auch wichtig, die er hier anbietet, das kann ich jetzt halt eben nicht genau sagen. Ist mir auch gerade egal. Alchemie, können wir da eigentlich irgendwas Neues machen?
Will ich irgendwas Neues machen? Ist die andere Frage. Alter Waldschrat-Absud. Jedes gewirkte Zeichen erhöht für die restliche Kampfdauer die Regeneration der Ausdauer. Na gut. Ist aber... es wäre aber cool, wenn ich... Ich könnte natürlich auch ein bisschen umskillen, irgendwann mal. Ich könnte hingehen, auch voll auf Igni oder sowas, auf irgendeinen Flächenschaden oder so. Und dann immer wieder hier die Ausdauerregeneration und es heilt mich auch gleichzeitig. Ich hole mir eine mittlere Rüstung. Wäre auch richtig, richtig fett. Ich werde mal so ein Teil herstellen. Vielleicht brauche ich es mal irgendwann. Und im Kampfverlauf wird man dann immer schneller noch, was das Zaubern angeht. Also könnte richtig, richtig hilfreich werden. Haben wir sonst noch irgendwas hier? So, die magische diese Substanzen brauchen wir nicht. Bomben, gucken wir mal, ob wir da was Besseres jetzt herstellen können. Wobei auch dort könnte ich mich eventuell jetzt gleich beschneiden mit irgendeinem Kram, den ich irgendwie wieder brauche. Sieht aber nicht so aus, da haben wir alles doch schon ganz gut. Nordwind friert Gegner ein und macht zusätzlich Schaden. Jo, gut. Einfach mal hergestellt. Überlegener Teufelsbovist. Setzt beim Detonieren eine Giftwolke frei. Verstärkter und verlängerter Effekt. Oh, und da will er irgendwas, was ich nur einmal habe. Das gefällt mir ja nicht. Rebis. Nö, dann nicht. Auch wenn ich Rebis wiederherstellen kann, ich weiß. Habe ich aber jetzt keinen Bock drauf. Wie sieht's hier mit den Tränken aus? Tränken? Hallo? Nö. Da fehlen Zutaten. Ah, da bräuchte man auch. Überlegene Schwalbe. Wer überlegene Katze. Sollte ich vielleicht doch die Sachen mal herstellen, ich cleverle. Da oben rum. Ah, weiße Möwe müsste ich herstellen und Rebis oder was das nochmal ist. Vitriol, keine Ahnung. Das mache ich mal in der Aufnahmepause. Da wisst ihr ja mittlerweile, wie das geht. Das habe ich ja jetzt schon des Öfteren mal gezeigt, um hier diese überlegene Absud. Das ist aber kein Absud, das ist doch ein Trank, oder? 30 Vergiftung. Stellt die Vitalität sofort her und vollständig wieder her. Gewährt für Kurzzeit Immunität gegen Schaden. Jo, ist ganz lustig. Überlegener Schneesturm, das sollte man vielleicht schon machen, den benutze ich ja relativ oft. Verbessert Reflex und Reaktionszeit, verlängerte Wirkdauer, wenn 3 Adrenalinpunkte verfügbar sind, verbrauchen Aktionen keine Ausdauer. Was? Das ist ja auch mal krank. Haben wir mal richtig Amok laufen? Ja, komm, das stellen wir mal her. Was soll's. Komm, mach. Hallo? Jo. Ja, echt cool. Kann ich hier noch was Besseres herstellen? Da diese Öle... Jetzt arbeite ich ja mal damit. Verbessertes Konstruktöl. Ja, da unten einmal ist das normale Konstruktöl. Ja, gut, komm, stellen wir auch mal her. So langsam hangeln wir uns da hoch, sozusagen. Auch wenn ich es nicht mehr so... Reliktöl. Na, da haben wir etwas nur dreimal. Ja, komm, ich stell's her. Was soll das? Ist mir jetzt wirklich mal egal. So. Und den Rest mache ich dann auf Kamera. Dann gucke ich mir die ganzen Sachen mal an, stelle das her. Wie das geht, wie gesagt, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal. Wenn ich sag's noch einmal ganz kurz und dann soll es das gewesen sein. Also die Sachen, die ihr da will, das sind hier diese alchemistischen Zutaten. Hier Albedo und bla bla bla. Und da seht ihr das ja auch. Die kann ich dann auch nicht herstellen. Da muss ich hier bei Alkohol weiße Möwe zum Beispiel herstellen. Da, wenn ich das jetzt mache, das könnte ich 10-mal machen. Mache ich jetzt einfach mal... 5-mal, keine Ahnung, mit weißem Möwe komme ich dann schon weiter. Damit kann ich dann schon Rebis oder sonst was herstellen. So, jetzt habe ich das mal 3-mal gemacht. Wahnsinn. So, und jetzt kann ich zum Beispiel hier Albedo, Rebis oder was wir da eben gebraucht haben. Ich drücke einfach jetzt mal drauf, Rebis, und dann freuen sich alle. Wunderschön, haben wir mal Rebis hergestellt. Und dann kann man auch die anderen Sachen herstellen. Welche Wunder? Bis dann. Gut, alles klar. Sachen erledigt. Was mit dem hier? Achso, das ist der Tropikalmann. Hat der vielleicht hier noch irgendwas Sinnvolles rumliegen? Irgendein cooles Rezept? Aber irgendein Buch mit Hexer, irgendwas? Lesen wir mal beim... Nilfgaardische Wächterhandschuhe. Lesen wir beim nächsten Mal. Oh ne, jetzt überlade ich mich noch mit Kram. Ich hier noch doof rumloote. Aber trotzdem ist es vielleicht ja ganz sinnvoll. Hallo, Hexer? Jo, hol mal alles mit. Kann ja nicht schaden. So, raus hier. Und dann gucken wir uns die anderen zwei Fragezeichen. Sind es noch zwei? Ich glaube schon. Oh, wir haben schon wieder 15 Minuten auf der Uhr. Das ist wirklich nicht zum Aushalten. Ah, ne, ist nur noch eins. Okay. Eins ist zeitlich im Rahmen. Gut, alles klar. Gucken wir uns an. Und wir wollten ja noch die Sachen abgeben. Das machen wir auch noch. Versprochen.
Außer hier tritt jetzt eine, also es wäre ja nochmal typisch, jetzt kommt hier irgendeine Questreihe und bla und jetzt finden wir diesen Kräuterkundler, den wir da suchen sollten oder sowas. Wachtum von Wieg, das klingt schon so merkwürdig. Ach, oh nee, es klingt schon so groß. Da vorne das. Versteckter Schatz. Hm. Alles klar. Was fliegt hier rum? Oh, Nervsäcke. So, dann kommt mal her. Ach du Scheiße, jetzt ist das hier echt noch so riesig. Das ist doch nicht wahr. Und so viele Kämpfe, oh Gott. Ja, meine mega starke Armbrust. Jo, machen wir dauern. Sehr schön. Oh, es müsste eigentlich hier richtig viele Erfahrungspunkte geben. Wenn ich die da immer schön runterhaue und dann halt direkt töten kann. Wenn. Zum Beispiel den da. Bleib dran, Hexer. Jawohl, genau. Hm, oh, die sind sowas von... Oh ja, stimmt. Ich muss auf meine Lebensenergie achten. Deswegen brauche ich mal einen schweren Treffer. Jawohl. Sehr schön. Was? Letzte Vor... Achso, klar. Und schön in den Rücken schlagen. Das haben sie ja gar nicht gerne. Hallöchen. Hallo. Ja, mach sie down, Hexer. Ich blute. Ist nicht schön. Hab schon Schöneres erlebt. Ey, was ist denn hier los? Das sind aber echt etliche Feinde. Wahnsinn. Und gleich haben wir ein Level up. Sehr geil. Komm, mach was. Hexer. Jawohl. Oh, cool. Die kann man so abwehren mit... Oh, das wusste ich gar nicht. Die kann man abwehren. Ich habe das gerade praktisch gekontert. Und da hat er den, hat er die vom Himmel geholt, automatisch. Das war jetzt kein Schlag, ich habe einfach nur LT gedrückt zum Blocken praktisch. Sehr geil. So, hier kann ich anscheinend nicht hoch. Bin auch wahrscheinlich jeden Moment überladen. Hm. Was ja wieder dafür spricht, dass wir zu diesem Händler müssen. Oh, was mache ich? Oh nee, ein Brief. Oh nee, kein Brief. Nein! Und Ruhenschuss. Ah, nein! Und überladen, komm, sag's mal. Och, das ist doch königliche Luftwaffe. Quest verfolgen, lies das Notizbuch. Gah. Oh, nee. Komm, aber wir brauchen diese Knüppel. Oh, wobei, der kostet richtig Kohle. Was ist denn da mit den Knüppeln los? Angeblich zumindest mal. Aber die Preise erziele ich ja nicht wirklich. Außer ich könnte einmal kurz rasten und dann dieses andere Absud reinnehmen. Das könnte ich tatsächlich machen. Ich glaube, das mache ich auch. Ah, komm, dann machen wir es. Meditation. Normalerweise dürfte ich ja nicht mehr jetzt in große Kämpfe verwickelt werden. So, ich bin überbelastet. Ich weiß. Inventar. Hm. Weil ich brauche es Gold dringend. So, Beast Absud. Das war doch hier irgendwo. Beast Absud. Machen wir noch das Greifen Absud. Und das andere rote war das Erzgreifen Absud. Genau. Wunderschön. So kann ich zumindest mal jetzt noch ganz gemütlich noch ein bisschen Dinge tragen. 15 Tragegewicht müssten wir eigentlich noch haben. Aber ich habe immer noch nicht den Brief gelesen. Hm. Ach, es war nochmal so klar, dass hier doch noch irgendwas entsteht, was kein Mensch wollte. So, Quest. Hier das Tagebuch. Ja, genau. Und noch 8 Kilo Tagebuch. So ist es. Ach, Fragment von Niklas Vogels Labornotizbuch. Ich habe die Eier bekommen. Sie haben ein Vermögen gekostet und es bleibt kaum noch genügend Geld übrig, um die Miete für mein Labor zu bezahlen. Aber jetzt kann ich wirklich mit meiner Arbeit beginnen. Bald werde ich diese Erbsenhirn von Admiralen zeigen, dass die Zukunft der Kriegsführung den luftgestützten Armeen gehört. Hm, jetzt hat er versucht, hier diese komischen Fliegeviecher dafür sich zu gewinnen. Wie heißen nochmal? Keine Ahnung. Nymphe? Nee, ich komme nicht drauf. Die erste dieser Armeen wird meine Erfindung sein und stolz den Namen Redanische Luftwaffe tragen. Sie sind geschlüpft. Noch nie, ach, Harpien, genau. Noch nie habe ich so kleine und ich wage es kaum zu sagen, so süße Harpien gesehen. Sie haben noch kleine Brüste. Ach du Scheiße. Doch ihre Köpfe sind so groß wie ihr Appetit. Mein Assistent hat bereits zwei Finger verloren. Ja, da wäre ich mal stutzig geworden, du Geiler. Der Älteste von Hettel eilte in unseren Turm, jammerte verzweifelt über eine Spinnenplage in seinem Dorf, bettelte uns um Hilfe an und trauerte über die Kinder und das Vieh, die von den Arachniten am stärksten gepiesackt werden. Hm, eine Horde geistloser Fresser, die andere frisst. Wie kann er es wagen, meine Arbeit an der Wunderwaffe mit solchen Banalitäten zu unterbrechen?
Statt seines gewünschten Spinnengenozids bekam er eine Flasche mit Morphen-Pheromonen von mir. Das wird eine Überraschung geben, aber sagt die Bauernregel nicht, Spinnen und Schlangen sorgen für ein glückliches Heim. Ich bin mir sicher, so etwas gehört zu haben. Unsere Finanzen sind beinahe völlig erschöpft. Ich muss wohl an die eiserne Reserve gehen, die ich von Hubert in der obersten Etage des Turms versteckt habe. Das meiste Geld geht derzeit für den Ankauf von Schweinefleisch drauf, das die Harpien in unglaublichen Mengen verschlingen. Wenn wir eine in eine redanische Rüstung stecken und bei Hofe präsentieren, vielleicht würde uns dann der König unterstützen. Lasst mich raten, ihm ist das Geld ausgegangen, da haben die Dinger Hunger bekommen. Nein, das ganze Geschwader muss dabei sein, sonst wird Radovid das Projekt als Farce ansehen. Es scheint, als hätten unsere Harpien keinen Appetit mehr auf Schweinefleisch. Ich fand Fetzen von Huberts Kleidung in einem ihrer Käfige. Kein großer Verlust, Hubert hatte bereits beim Füttern 8 Finger an sie verloren, konnte nicht einmal mehr einen Besenstiel halten. Eine Katastrophe. Jemand hat alle Käfige geöffnet und die Harpien freigelassen. Ich bin mir sicher, dass ich sie im Gras vor dem Turm verendet vorfinden werde. Immerhin hat sie seit einer Woche niemand mehr gefüttert. Ach du Scheiße. Ja, und da ist der mal schön gefressen worden. Ist ja total krank, ey. So, kann ich hier eigentlich runter? Keine Ahnung. Ist das... Oh ne, nicht noch inner. Oder ist das was Großes? Keine Ahnung. Ich jump jetzt mal hier runter. Was ist na toll? Ist doch nix. Ist alles cool noch, Hexer, oder? Ja, hier liegt der andere rum. Sieht nach Regen aus. Ach, irgendein Rechnungsbuch. Ja, interessiert mich jetzt nicht wirklich. Das machen wir im nächsten Part oder so. Dann gucke ich mir das mal kurz an. Wobei das wahrscheinlich auch eher unnötig, Kategorie unnötig ist. So, was haben wir hier? Irgendein Gram, den ich wie immer gerne mitnehme. Und noch ein Buch. Ja, bla. Ist das jetzt so richtig, was ich hier mache? Ich meine, jo, ich hole mir den ganzen Kram hier mal mit. Wenn ich schon das Absud geschluckt habe, jetzt muss ich nur ein bisschen auf meine Ausdauer aufpassen. Ach, nicht Ausdauer, auf meine Lebensenergie. Die wird jetzt nicht mehr automatisch geheilt. Sozusagen eine kleine Umstellung für mich. Komm hoch. So, und jetzt hier oben sollte das ja sein, angeblich. Mit einem Monster wahrscheinlich, so wie ich das gehört habe. Hals noch weiter nach oben. Hatten wir das Ding versteckt? Und was ist hier unten vielleicht? Wird sich so anbieten, das dort zu verstecken. Hallo? Ach du Scheiße. Oh Mann. Kleiner Hindernisparcours hier, oder was? Und jetzt müssen wir noch hier hoch. Oh Gott. Ja, und da ist was Rotes. Sieht doch mal ganz gut aus. Neue Mondhosen, Schema, Pirocken, Runenstein. Okay. Jo, neue Mondhosen, ja, die waren ja auch ganz geil, die Dinger. Und da haben sie ihre Nester, oder was? War da nicht irgendwas? Ich hab doch was gehört. Komisch. Oh ne, ich will nicht sterben. Ich sehe es kommen. Hexer, mach keinen Scheiß. Gut. Nein! Oh Gott! Ja, da liegen überall Menschenknochen oder sonstige Knochen rum. Was ist denn das für ein Vieh? Was die ganze Zeit so rumknurrt. Naja, aber hier ist nirgendwo was. Irgendwo wollte ich da noch reinschauen, wo ich gesagt habe, da wäre ein gutes Versteck hier, glaube ich. Ja, und dann komme ich hier raus, klasse. Oh, ist schon schwer dunkel geworden hier. Aber auch wieder sehr, sehr cool gemacht. Naja, da doch, war richtig. Hey. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu diesem Schnellreisepunkt. Das Buch interessiert mich jetzt nicht, weil ich unbedingt noch die Quest abgeben wollte. Bei diesem Runentypen da. Und ich denke, da haben wir alle Fragezeichen gemacht. Und dann können wir im nächsten Part wirklich dann mal mit der Hauptquest weitermachen. Dann werde ich kurz das lesen, was wir da gefunden haben. Ob das noch irgendwie wichtig ist, ob man da irgendeinen Eintrag, irgendwas davon bekommt. Ich kann jetzt in der Aufnahmepause... Ah, da vorne ist das Schild. In der Aufnahmepause noch ein paar Sachen verkaufen und so, dann können wir da auch wieder super geil in den Part starten.
Ja, ich denke, das passt dann soweit. Und vielleicht gibt er mir jetzt noch irgendwelche Rezepte, sodass ich dann auch noch was herstellen könnte. Warte mal ab und ich reise mal dorthin und trinke noch einen Kaffee. Ja, seit 25 Minuten überfällig, ne? Klar, mein Kaffee. Und hier liegt noch ein super geiles Kaffeestückchen, das ich noch nicht gegessen habe. Jetzt habe ich es gerade wieder entdeckt. Ich war schon voll beim Hexer. Wahnsinn. So, wo ist der Typ? Typ? Bist du der Typ? Ja, du warst das doch, oder? Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Ich konnte alle Schemata finden. Ich wusste, man kann sich auf dich verlassen. Du hast meinen Glauben an die Menschen wiederhergestellt. Nun, da ich Hilfe von einem Fremden in diesem barbarischen Land erfuhr. Nichts zu danken, wirklich. Wie vereinbart, fertige ich dir Duplikate an. Das kann jedoch einen Tag dauern. Komm morgen wieder. Dann habe ich deine Belohnung bereit. In Ordnung. Bis morgen dann. Okay. Ja, ich würde sagen, das ist doch ein guter Moment, dass ich noch ein bisschen handeln kann und so weiter und so fort. Dann werde ich hierher gehen, werde mir die Sachen von ihm holen oder mit euch zusammen die Sachen hier abholen und dann können wir mal gucken, ob wir da was herstellen wollen können oder auch nicht. Und dann mache ich es halt für den übernächsten Part oder so. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal Sachen verkaufen gehen. Freue mich auf den nächsten Part. Wünsche euch einen schönen Tag. Richtig cool. Danke für die Unterstützung auch mal wieder. Muss auch mal wieder gesagt werden. Jo, habt einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Ciao.